Hi Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, vor circa 2 Jahren hatte ich hier ein Video auf meinem Kanal veröffentlicht, wo ich euch diesen Fugensand hier, beziehungsweise dieses Steinmehl vorgestellt habe und euch den Tipp gegeben habe, dass man damit seine Terrasse, beziehungsweise die Steinfugen seiner Terrasse oder auch seines Hofes oder seines Weges unkrautfrei halten kann. Und ich hatte das ja ein Jahr zuvor gemacht, das Video, und dann ein Jahr beobachtet und da blieb die Terrasse noch unkrautfrei. Und nun wurde ich darum gebeten, doch mal ein Update zu machen, wie meine Terrasse jetzt aussieht. Und dem möchte ich einfach mal nachkommen. Für diejenigen, die nicht wissen, um was es geht, das Video zum Steinmehl habe ich euch da oben mal verlinkt. Da könnt ihr euch das anschauen. Und jetzt gehen wir einfach mal meine Terrasse ab und schauen mal, wie sie jetzt, ja, ich glaube bereits im 4. Jahr ausschaut. Und ja, es ist wirklich alles hier wirklich sehr, sehr schön unkrautfrei. Ein bisschen Moos hat sich gebildet hier so in den Stellen, wo Schatten ist, okay. Aber Unkraut weit und breit nicht zu sehen. Hier ist auch so ein bisschen Moos. Ja, hier auch so unter den Bänken, ne, wo es dann schattig wird. Ja, hier muss man sagen, ist die Masse gut ausgewaschen worden. Aber es macht nichts, ich habe ja immer noch einen kleinen Sack, da kann ich dann immer noch mal ein bisschen was auffüllen. Ansonsten sieht das noch, ja, nach 3 Jahren, beziehungsweise jetzt im 4. Jahr sehr gut aus. Und was haben wir da? Hier hat sich dann doch mal ein kleines Stück gebildet, aber wir sehen das hier, ich bin schon komplett rum. Das mache ich einfach mal gleich raus, ging auch recht einfach mit Wurzel raus. Ja, also wie gesagt, ein paar Lücken hatte ich da schon drin, das habe ich eben gezeigt und gesehen. Hier ist auch so ein bisschen ausgewaschen. Da muss man das dann, denke ich mal, hier auch noch ein bisschen. Ja, da muss man das dann mal wieder auffüllen. Aber ich habe jetzt wirklich, ja, 3 Jahre komplett Ruhe gehabt und das finde ich sehr, sehr toll. So, hier jetzt mal ein Vergleich von meinem Hof. Hier habe ich das nicht angewendet, weil ich den nicht selbst gemacht habe. Der war damals schon da. Hier ist normaler Sand genommen worden, kein Steinmehl. Und da hat sich jetzt im Frühjahr bereits schon richtig viel Unkraut gebildet. Und das ist absolut kein Vergleich zu meiner Terrasse hier. Könnt ihr sehen. Ja, ich bin also sehr, sehr zufrieden mit dem Steinmehl. Ich habe euch das unten auch nochmal verlinkt, wo ihr das bekommt. Ich habe das damals auch selbst gekauft. Das ist also hier keine Produktplatzierung. Ich habe das Video nur als solches markiert, um auf Nummer sicher zu gehen. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Habe jetzt, ja, seit, ich komme mal mit der Zeit durcheinander, 3 oder 4 Jahre. Auf jeden Fall habe ich Ruhe. Ich habe hier noch nichts groß gemacht an meiner Terrasse. Ihr habt das gesehen, 2 Stück Unkraut habe ich rausgepflückt eben. Das waren auch die ersten 2, die ich gemacht habe. Und ja, ist einfach super das Zeug. Wenn ihr also auch weniger Stress haben wollt mit dem Unkraut, dann kann ich euch das wärmstens empfehlen. Ja, ich bin jetzt dem Wunsch nachgekommen, habe mal ein Update gemacht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Sagt bis dann, euer Mac. Perfekt.